dalszym momencie popularniejszy. Tak? Oczywiście. No, ale to jest najlepsza. Dobra. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der scharfen Klingen, hier ist wieder euer Jens von der Messerschmiede Kubisch, IWA 2024, wir sind bei dem Stand von Zappas, er ist gut besucht und wir warten drauf, dass die Jungs 5 Minuten Zeit für uns haben, um uns ihre Neuheiten zu zeigen. Wir haben es endlich geschafft. Es war viel los. Ihr habt es gesehen, als ich vorhin schon mal gefilmt habe. Wir sind endlich wieder bei der Firma Zappas und hier ist der Sebastian. Er ist mittlerweile Papa geworden. Hallo. Hallo, Jens. Hallo. Er ist Papa geworden. Wir hatten uns auf der Ambiente schon mal getroffen. Da war seine kleine gerade 10 weeks your baby was. 10? Yeah. 10 weeks. See you on the Ambiente. Yeah. Yeah. Greetings for Nico. Und wir schauen uns heute mal die Neuheiten an, was es Neues gibt bei Zappas. Es hat sich ein bisschen was geändert. Auch der Vertriebsweg hat sich ein bisschen geändert. Dadurch kam es auch zu Verschiebungen mit unserem Projekt. Aber wir sind weiter dran. So, hello. Hello, please, yes, again. Tell me, what you have new stuff by your company? The first thing you have in hand, it's a new handle. We call it toxic. It's better than the last model because of the grip. The grip is more strong in your hand. So it's easy to use this knife in more things, more. But it is a micata material, and you have the grip. It's with the fraser inside or something. We raise it, of course, on the machine, not by hand, yeah. Because it's too much work. But it is. But everything others is the same. We just get the information from the customers that the grip can be like this. So right now, it feels you feel it in your hand, like yeah. Your. Es ist also, wie ich gesagt habe, es ist ein Mikata-Stoff, der anschließend nochmal überfräst worden ist mit der Maschine, um mehr Grip reinzukriegen. Ähnlich wie wir es machen mit den vielen Bohrungen. Dadurch liegt das Ding also wirklich satt in der Hand. Was haben wir sonst noch Neues? Dann gibt es eine neue Serie mit Esche. Eine Serie, die sehr günstig ist im Preis, also wirklich ein super Einsteigerprodukt. Liegt so 50... 40, 60 Euro gibt es verschiedene Modelle. Den ganz finalen Preis haben wir noch nicht. Aber die schauen wir uns jetzt mal an. Your new line with wood is this. And what can you tell me for the materials? So the wood is Esche in Esche. German. Esche in English. And the steel is what? Let's learn your friends' Polish names. It's Jeschon. Repeat, please, repeat. Jeschon. Yeah, yes, you are great. Next year you will speak with me in Polish. after the trades and new customers speaking and learning for what they need, we have a new type of Zappas knives. We are trying to grow with our customers. So we made the cheap line. Even our knives always were cheap in good and good quality. But right now we try to make it as cheap as possible and still keep the quality of the product. So we use the wood and the steel is 80 CRF 2. So it's still having a 58 hardness. And stainless, yes, it is, and it comes with the leather sheet, and just about this knife, it cost between 40 to 45 euro for the end customer, so by the self handmade knife, it's a good offer in my opinion.
Und es gibt da verschiedene Größen und Modelle. Es sind, glaube ich, 3 Models. You have or 4? We have 4 Models. 4 Models. 4 Models. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Also wir haben gerade nochmal gefragt, es sind 4 verschiedene Modelle, aber ich kann sie in 2 verschiedene Stahlsorten haben. And the steel is? You have 2 steels. It's the first is X50. That's the first X50 CR Move 15. That's the first steel. And the second is 80 CR V2. Mm-hmm. They are similar in the hardness, but there is a lot of someone like this, someone like this. So choose which you want. Okay, and the price is identic or is it different? It is the same. It's the same, okay. Also ihr habt gehört, ihr habt 2 verschiedene Stahlsorten zur Auswahl, aber es ist trotzdem derselbe Preis. Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Tradition gepaart mit neuesten Technologien und grenzenlosem Enthusiasmus. Dafür steht die Messerschmiede Kubesch aus Fulda. Der Familienbetrieb überzeugt nicht nur mit hochwertiger Handwerkskunst, sondern auch mit erstklassiger Beratung. Zahlreiche Kunden aus verschiedensten Berufsgruppen wie beispielsweise Metzger, Köche und Jäger vertrauen der fachlichen Expertise der Profis. Von handgeschmiedeten Messern über Scheren bis hin zu Küchenutensilien findet man hier alles, was das Herz begehrt. Zudem haben sich Inhaber Jens Kubesch und seine Frau auf das Aufarbeiten von Messern, das Schleifen von Koch- und Besteckmessern sowie die Beratung zu Waffennutzungsbestimmungen spezialisiert. Der Meisterbetrieb ist darüber hinaus offiziell anerkannter Schärfdienst namhafter Messer- und Scherenhersteller. Messerschmiede Kubesch, Ihr Fachgeschäft für Schneidwaren aller Art. Und dann gibt es noch was Neues. You have a new knife, I saw, a big knife. This one, yeah? Yeah. This one is exactly as we were talking last year about the knives exactly for you with your design. Because of a lot of opportunities, we are still in progress. Sorry for that. It's our fault. But we try to do this as soon as possible. And this is the new model. Made exactly as a custom for our customer. So we will see, and soon we will try to make the video with our cooperation knife, and we will show your knife, Jens, yep. with your project. That is a product of our customer. Okay. Our customer, yeah. And we can buy it, or it goes only over your customer? No, you can't buy it, like your knife. Will be only produced for you. Okay. So every knife with the custom design, custom logo is made only once for one customer. Okay. You can't order it for us. It's just the guy who we produce it, yep, for. He only care about this knife. He only make the sales, and that's okay. Only for so him. We can just not buy by you. Yes, okay. But you can look. Okay, I can look. That's from a Polish company? Or? Yes, yeah, it is. Okay. It is for a Polish company. That's their design. We just made it, and we can show you, and you can look on the design and the details of this knife, yeah, how it looks, and see how we work. Okay. So you can be safe about your project. It will be made like with like the all responsibility, all details. You will be happy, and you will be happy. As you say. Sie sind engagierte Jungs, aber sie haben ein bisschen zu viel um die Ohren. Und natürlich kommen die Landsleute zuerst. Machen wir auch so. Dann haben wir eine Axt, gibt es jetzt auch. You have a new, yeah, product. That's for you. No. It's out from a customer. This product is on us because of our fail with our custom product for you. Because of delay. That's the product the customers can buy. It's just okay. for it's just in sale.
Okay. In the regular sale. From yeah, Zappas. From Zappas. Yes, as you see, you can see the Zappas brand. So it's able to buy it. I guess in the near future it will be also possible to buy it in your shop. So. Nice. What for a material is it? You have also the steel. Okay. It's similar to this knife, ATCR-F2. Yeah. And also I'm an old man. It's too small for me. Okay. But you see the product. Yeah. That's the most important thing. And also it comes with the leather. Ja, die Lederscheiben sind also wirklich sehr schön gemacht. Saubere Nähte, schön gemacht. Wirklich erstklassig. Ich bin überrascht, wie gut die Lederscheiben sind. Okay. Ihr seht, es gibt viel Neues. Ich hoffe, ihr seid interessiert an den Produkten. Es ist eine junge Firma, die wirklich aufstrebend ist. Wir haben sie im Programm. Wir machen jetzt auch wieder unsere Bestellung und Order. Wir sind positiv überrascht, wie gut die Ware angenommen wird. Und wir haben auch bei unseren Kunden, die bis jetzt bezogen haben, keine Probleme. Also wirklich erstklassig. I trust everything you told. I told only good things. I say thank you. Thank you. And thank you. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit auf der IFA mit uns. Euer Jens von der Messerschmiede Kubesch. Abo nicht vergessen. Bis auf die IFA. Ciao. Thank you, Jens, and ciao. Say your company and your name. My name is Sebastian, and I'm a very good friend of Zappas. I'm a part of Zappas. So, thank you everyone and see you in the next IFA. Ciao. Ciao.